Hey, herzlich willkommen zur dritten Folge von Albers täglicher Sportstunde für Oberschüler. Heute mit dem Thema Musik. Und wieder mit dabei unsere Jugendtrainerin Emilia und Athletiktrainer Fabian. Wir haben heute wieder richtig viele Sachen für euch auf dem Programm, alle unter dem Thema Musik. Zu Anfang machen wir unsere Erwärmung mit Emilia gemeinsam. Danach kommt endlich mal wieder ein kleiner Koordinationsteil. Da üben wir ein paar kleine Tanzschritte. Im Anschluss erzählt uns Johannes Thiemann etwas über Musik und danach kommen wir richtig ins Schwitzen mit einem Fitnessteil mit Fabian gemeinsam. Anschließend brauche ich definitiv eine Pause, deswegen haben wir für euch einen kleinen Schulbeitrag mitgebracht und am Ende, wie gewohnt, Challenge und Move des Tages. Für die heutige Folge brauchen wir 2 volle Flaschen Wasser oder irgendetwas anderes, was ihr als Gewicht für den Fitnessteil benutzen könnt. Wenn ihr das jetzt schon griffbereit habt, klasse. Wenn nicht, einfach kurz auf Pause drücken und jetzt die Sachen holen. Bevor wir jetzt direkt richtig starten, schauen wir uns noch ganz kurz das Feedback der letzten Sendung an. Wir wollen uns jetzt ein Video anschauen zur Challenge aus der letzten Sendung. Das wurde bei Instagram gepostet unter dem Hashtag Albers tägliche Sportstunde. Und hier macht ein Herr die Challenge. Emilia, was war denn nochmal Inhalt der Challenge? Genau, also ich war in der Plank-Position und musste immer quasi vom Boden mich nach oben drücken. Und immer wenn ich oben war, musste ich erst das linke, dann das rechte Bein heben. Das zählte quasi als eine Runde. Dabei war es wichtig, dass der Ball auf dem Rücken nicht runtergefallen ist. Und dafür hatte ich 30 Sekunden Zeit. Okay. Der Herr, der geht gar nicht auf Zeit. Der macht das so langsam. Aber es sieht auf jeden Fall ziemlich anstrengend aus. Wie viele Wiederholungen hattest du denn? Weißt du es noch? Ich hatte 9 geschafft. Ah, okay. Also auch gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir die ganze Zeit so viel gequatscht. Ich habe gar nicht gezählt bei ihm. Müssen wir uns vielleicht dann nochmal angucken. Oh, wir sehen gar keinen Schüler, sondern er war ja schon ein bisschen älter, der Herr. Lustig. Wollen wir uns noch ein paar Kommentare anschauen vom letzten Mal? Und zwar, schau mal, hier hat jemand den vierten Kreis noch geschafft. Nicht schlecht. 4, 4, alles 4. Oh, nicht Team 6. Da muss ich noch ein paar Mal hier was machen, dass ich Team 6 bin. Nicht schlecht. Super. Klasse. Das freut mich richtig. Vielen Dank an eure ganzen Kommentare, an eure eingesendeten Videos. Macht es weiter so und immer weiter schön kommentieren. Lasst uns wissen, wie viele Kraftkreise ihr geschafft habt oder wie eure Challenge aussieht. Super. Jetzt machen wir Erwärmung mit dir, oder Emilia? Ja, kann jetzt richtig losgehen. Klasse. Okay, wir kommen jetzt zum ersten Aktivteil von unserer Sportstunde heute. Dafür braucht ihr erstmal kein Equipment, ihr braucht nur ein bisschen Platz. Wir machen unser Warm-up. Das brauchen wir, um später total locker zu sein für die kommenden Tanzübungen, aber natürlich auch den nötigen Fokus zu haben. Wir machen 3 Übungen, jeweils 2 Durchgänge. Die erste Übung, da machen wir 10 Wiederholungen, 5 pro Bein. Was das genau ist, erkläre ich gleich. Die zweite Übung dann 20 Mal. Und die dritte Übung 30 Sekunden. Da brauche ich dann wahrscheinlich deine Hilfe beim Zeitstoppen. Das kriege ich hin. Sehr gut. Okay, wir machen uns fertig für die erste Übung. Ist ein kleiner Balanceakt. Wir stellen uns erstmal schulterbreit hin, gehen in die Knie, umfassen unser anderes Bein, drücken uns komplett hoch, dass ihr wirklich komplett gestreckt seid und gehen dann langsam mit dem Oberkörper vor. Arme nach vorne strecken, Kopf unten lassen und den Fuß richtig nach hinten drücken. Beinwechsel, wieder tief gehen, umfassen, hoch und nach vorne. So, noch 4 pro Seite. Ja, Fab ist super gedehnt, das sieht man daran, wie gut er runterkommt. Bei Leo wirken die täglichen Yoga-Einheiten noch nicht ganz so gut, aber das kommt noch. Später seht ihr alle alt aus. So, es ist nicht so schlimm, wenn ihr in der gestreckten Position seid, wenn das Standbein nicht ganz durchgedrückt ist. Das ist überhaupt kein Problem. Es geht mehr darum, dass ihr wirklich die Finger nach vorne drückt, die Füße nach hinten. Ja, perfekt. Ein Durchgang noch.
Und die letzte pro Seite. Die letzte mit dem rechten Bein. Alles klar, geht gleich weiter mit der zweiten Übung. Wir gehen wieder runter in die Kniebeuge. Federn dann hier 20 Mal nach, Arme vorm Körper halten. Dann geht's los. Okay, wieder hoch. Für die dritte Übung brauchen wir eigentlich ein Springseil. Das haben wir jetzt gerade nicht hier. Vielleicht habt ihr auch alle nicht genug Decken, die hoch genug sind. Und dann funktioniert das gar nicht. Deswegen stellen wir uns unser Springseil jetzt einfach vor. Das heißt, nehmt bei der Armeübung wirklich die Arme so mit, als hättet ihr ein Springseil in der Hand. Benutzt eure Beine. Wir brauchen eine Stoppuhr, 30 Sekunden. Ja. Okay, dann kann es losgehen. 30 Sekunden springen. Könnt über Kreuz. Oh, ich mach's schon. Oh, rückwärts. Und stopp. Okay, zweiter Durchgang. Wir machen gleich weiter. Keine Pause dazwischen. Wieder stabil werden, ruhig werden. Hochstrecken. Wie viele Wiederholungen waren das jetzt, Emilia? Wie viele muss ich jetzt machen? Wieder 5 pro Bein. Wir bleiben bei der Wiederholungszahl. Denkt dran, wenn ihr Probleme habt, einen sicheren Stand zu finden, ist es immer enorm hilfreich, wenn ihr mit euren Augen quasi einen festen Punkt auf dem Boden fixiert. Dann ist es leichter, da wirklich die Balance zu halten. Wie viel habt ihr? 6. Und jetzt die zwei letzten? Ja. Richtig gerade hoch. Sehr schön. Okay, für die zweite Übung bleiben wir bei der gleichen Aufgabenstellung, nur diesmal steigert euch selbst ein bisschen und wippt ein bisschen schneller hoch und runter, sodass die Oberschenkel wirklich ein bisschen anfangen zu brennen. Alles klar? Okay. 30 Sekunden Timer ist gestellt. Ja. Dann auch bei der letzten Übung für die Erwärmung dran denken, wir wollen noch ein bisschen schneller werden. Also bewegt eure Beine noch schneller, eure Arme noch schneller. Kann's losgehen? 3, 2, 1, los geht's. Und stopp. Okay, wir sind gut aufgewärmt. Locker für den Tanzbereich. Jetzt geht's los. Okay, dann können wir starten. Jetzt wird getanzt. Kommen wir jetzt zum Koordinationsteil. Heute wollen wir ein paar Tanzschritte üben. Diese werden wir als erstes einzeln erarbeiten und dann am Ende zu einer Choreografie zusammensetzen. Keine Angst, wir machen das Ganze aufbauend und Emilia wird uns die ganzen Übungen vorstellen. Genau, wir haben 4 Übungen für euch. Der Rhythmus, der wird ja ziemlich oft unterschätzt, ist aber tatsächlich wichtig in so ziemlich jeder Sportart und dem Ganzen wollen wir jetzt ein bisschen entgegenwirken. Der erste Schritt ist noch ganz easy. Wir wechseln immer das Standbein und ein Bein wird rausgesetzt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gleich nochmal.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, erster Schritt von 4 schon geschafft. Kann ja nicht mehr so schwierig werden. Beim zweiten Schritt gehen wir wieder raus, wechseln aber das Gewicht, gehen also auf das äußere Bein und machen einen Step und dann einen Slide mit ran an den Fuß. Bereit? Okay. Step, Slide, Step, Slide, Step, Slide, Step, Slide. Okay. Das erste wisst ihr noch? Ja. Das zweite wisst ihr auch noch? Okay, dann machen wir jetzt beides zusammen. Bereit? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Step, Slide, Step, Slide, Step, Slide, Step, Slide. Okay, zwei Übungen haben wir. Wir bleiben noch relativ locker. Okay. Die vierte Sache, die dritte Sache ist einfach nur ein Basisschritt. Wir gehen rüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Wir probieren alle drei Sachen zu verbinden. Bereit? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Step, Slide, Step, Slide, Step, Slide, Step, Slide und Basel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, klappt ja ganz gut. Letzte Sache, wir machen wieder 4 Takte lang unseren Basisschritt, 4 Zähler lang unseren Basisschritt und packen dann eine Drehung hinten dran. Okay, also guckt vielleicht erstmal nochmal zu und dann probieren wir es zusammen. Also 1, 2, 3, 4, 5, dreht auf, 6 außenrum, 7 zieht dran und 8 schließt ab. Das Ganze natürlich auch wieder zurück. 1, 2, 3, 4, aufdrehen, rum, zurück und ran. Alles klar? Wir probieren es nochmal ein bisschen schneller zusammen. Nur die letzten 4 Schritte mit der Drehung. Bereit? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, alle 4 Schritte gemerkt? Wir probieren es mal. Wir setzen jetzt alles zusammen und machen alle 4 verschiedenen Formen am Stück. Können wir nochmal ganz kurz durchgehen? Wir machen als erstes Schritt zur Seite. Genau. Ja. Wir wechseln das Standbein. Danach Schritt und Slide, oder? Richtig. Okay, dann Basisschritt. Basisschritt und dann das letzte war jetzt die Drehung. Drehung, genau. Okay. Alles klar. Okay, bereit? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nice. Klappt richtig gut. Okay, damit wir es jetzt tatsächlich in den Rhythmus bringen können, brauchen wir ein bisschen Musik, oder? Ja, ich mach mal Musik an. Oh yes. Okay, dann jetzt alles einmal durch, ja? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, 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 zwei, drei, vier, 5, 6, 7, 8. Nice. Wollen wir es nochmal machen? Ja, kriegen wir nochmal machen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nice! Nicht schlecht. Richtig, richtig gut. Wenn ihr jetzt zu Hause vielleicht beim ersten Mal noch nicht so super erfolgreich wart, könnt ihr gerne nochmal zurückspulen. Dann wird das Ganze ja nochmal erklärt. Und beim zweiten Mal wird es bestimmt schon viel, viel besser aussehen. Weitere Lieder, zu denen wir eventuell tanzen können, stellt uns im jetzigen Beitrag unser Alba-Profi Johannes Thiemann vor. Hey, ich bin Johannes Thiemann. Und ich habe gehört, bei euch geht es heute ums Thema Musik. Und da wollte ich mich mal ein bisschen einbringen und euch einfach mal zeigen, was ich so höre. Ich habe auch öfter mal in der Kabine vor unseren Spielen DJ gespielt und da ein paar Lieder gespielt, die mich und das ganze Team so ein bisschen in Stimmung fürs Spiel bringen. Und da will ich euch heute einfach ein paar zeigen. Für mich so ein Klassiker ist I'm On One von Drake, DJ Khaled und Rick Ross. Das ist so, ja, ist schon ein bisschen älter, das Lied, aber ich habe den Song immer früher gehört, wenn ich zum Spiel gefahren bin, damals noch in der Pro A oder in Ludwigsburg. Also für mich so ein Klassiker, der immer auf dem Weg zum Spiel im Auto läuft. Motiviert mich einfach, irgendwie der Beat und auch der Text finde ich cool. Anderes Lied, auch so ein Klassiker, ist All I Do Is Win, auch von DJ Khaled. Ich glaube, da ist selbsterklärend, der Text ist natürlich sehr, ja, sehr pushend, gerade wenn man zum Spiel fährt oder in der Kabine ist. Motiviert einen einfach. Ich höre natürlich auch viel deutsche Musik, da habe ich mal auch ein, zwei Lieder, die jetzt nicht zwangsläufig so pushend sind, aber wo mir der Beat einfach sehr gut gefällt und die wir auch öfter in der Kabine gehört haben. Gerade letztes Jahr haben wir ein Lied jedes Mal in der Kabine gehört. Das war Casanova von Bowser und Summer Jam. Finde ich, ja, ein cooler Beat. Unsere Amis und ausländischen Spieler haben es auch immer sehr gefeiert. Also von daher glaube ich, ist das ein cooles Lied, um so ein bisschen in Stimmung zu kommen. Anderes Lied, auch ein Deutschrap-Song, ist, den feiere ich persönlich, ist von Rin Fabergé, hat einfach einen coolen Beat und Rin ist so ein, ja, finde ich ein cooler Künstler, der immer gute Beats hat, und ich finde, das darf auch auf keiner Playlist fehlen. Das waren so ein bisschen, ich glaube, jetzt waren es vier Songs, die ich euch gezeigt habe, die ich ziemlich cool finde, die ich immer höre, so vorm Spiel, um mich auch so ein bisschen in Stimmung zu bringen. Sind aber natürlich nicht die einzigen. Da gibt es noch so ganz viele andere, ja, auch hier auch Charts und andere Musik. Also es ist ein breites Spektrum, aber die vier, glaube ich, sind ganz cool und könnt ihr ja mal anhören und ja, vielleicht gefallen sie euch ja auch. Jetzt viel Spaß. Johannes, wir danken dir. Da sind auf jeden Fall ein paar richtige Banger dabei gewesen. Und falls ihr ein paar der Lieder noch nicht kanntet, schaut einfach nach Ende des Videos in die Beschreibung. Da haben wir euch die Videos per Link reingetan. Fabi, jetzt kommen wir zum Fitness-Teil. Ich habe heute Bock auf Schwitzen. Let's go. Perfekt. Let's go, Team Fitness. Ihr braucht zwei Wasserflaschen im besten Fall. Und ein bisschen Platz vorne, sodass ihr euch gut auf den Boden legen könnt und dass ihr die Arme zur Seite hochnehmen könnt. Gut? Ich mache die Übungen vor. Es sind insgesamt 5 Übungen, davon 4 Unique-Übungen, aber 5 Übungen, die wir am Ende dreimal durchgehen. Okay? Es gibt von jeder Übung mindestens 2 Varianten. Einmal eine, die ein bisschen mehr advanced ist und eine, die etwas leichter ist. Okay? Ihr macht das am besten nebenbei mit, testet ein bisschen aus, was ihr danach im Zirkel gleich durchgeht. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach fragen. Okay? Let's go. Erste Übung wird gleich der Jumping Jack sein. Okay? Ihr nehmt die Flaschen, greift sie richtig fest, sodass ihr sie gut zur Schulterhöhe bringen könnt. Beim Sprung nach außen zieht ihr es hoch, Sprung nach unten oder nach innen wieder nach unten bringen.
das Ganze für 5 Mal, okay, 5 Mal durch. Nach der 5. Wiederholung habt ihr das Gewicht vor dem Körper, geht für eine Kniebeuge runter, okay? Ich würde vorschlagen, du machst eine Kniebeuge im Moment. Du kannst es auch ohne Wasserflaschen machen, um das Ganze zu steigern. Auf jeden Fall die Wasserflaschen in der Hand haben und dann machst du 3 Kniebeugen. Okay, sehr gut. Nach diesen 3 Kniebeugen wird es gleich wieder weitergehen und diese Jumping Jacks werden für 30 Sekunden stattfinden. Okay, ihr schaut mal zu, wie das Ganze ungefähr für 10 Sekunden aussehen würde. Okay, Jumping Jack vorbereiten. 5 Kniebeuge vorbereiten. 1, 2, 3 und so weiter. Okay, die andere Variante wäre ohne Gewicht, Jumping Jacks, 5 davon in die Kniebeuge, also Füße leicht ausgedreht, Popo schön nach hinten schieben, eine saubere Kniebeuge und dann weiter in die Jumping Jacks. Okay, verstanden? Perfekt, das ist Übung Nummer 1. Übung Nummer 2, kommt mal auf den Boden runter, wird der Mountain Climber sein. Wichtig dabei ist, dass die Hände schön fest auf dem Boden sind, eure Schultern möglichst entweder vor den Händen sind, aber auf jeden Fall auf Höhe der Händen ist und dass ihr das Gewicht mit den Händen tragt. Okay? Variante 1, ihr bringt das Knie auf dieselbe Seite an den Unterarm, bleibt im Rücken schön ruhig und würde das Ganze für 30 Sekunden durchziehen. Okay? Relax hier. Variante 2, ihr nehmt den Fuß nach vorne und springt immer um. Perfekt. Und ihr achtet dabei drauf, dass wenn ihr springt, euer Rücken schön ruhig ist. Okay? Also ihr wollt schnelle Füße haben, aber euer Rücken soll nicht immer hoch und runter gehen. Okay? Schön flachen Rücken, schnelle Füße. Variante 1 nur die Knie nach vorne. Variante 2 wäre ein bisschen schwerer. Die Füße immer richtig umsetzen. Okay? Sehr gut. Dritte Übung. Ihr würdet wieder hochgehen, die Gewichte schnappen, Jumping Jacks und Kniebeuge machen. Okay? Übung 1 und 3 ist gleich. Okay? Übung Nummer 4. Ihr kommt zurück auf den Boden und für die erste Variante legt ihr euch auf den Rücken, habt die Beine angewinkelt im 90-Grad-Winkel. Nehmt die Arme nach vorne und geht kontrolliert mit den Händen Richtung Ferse, langsam wieder nach unten, bis der Kopf den Boden berührt und ohne Schwung Richtung Ferse hochgehen und langsam wieder runter. Perfekt und relax. Leo, wo spürt man das? Im Sixpack hoffentlich bald. Hervorragend. Wer eine Stufe mehr möchte, streckt die Beine aus, schnappt sich seine Wasserflasche, hält sie über den Kopf und geht auch jetzt mit möglichst ohne Schwung nach oben, drückt das Gewicht richtig über den Kopf und geht langsam wieder zum Boden. Okay, sehr gut. Kontrolliert nach oben, schön hochstrecken und langsam wieder runter. Gut. Habt ihr dazu Fragen? Alles klar. Sehr gut. 5. Übung. Einmal umlegen. Die Wasserflasche ist vor euch. Jetzt als kleines Ziel. Und Option 1 ist, ihr macht ein Push-Up. Wenn ihr oben seid, einmal Flasche anfassen, Flasche links anfassen, nächsten Push-Up. Okay? Bei den Push-Ups könnt ihr auch wieder 2 Varianten nehmen. Die eine ist ein bisschen leichter, und zwar auf den Knien sein. Und die andere regulärer Push-Up. Dafür braucht ihr eine schöne Körperspannung und natürlich ein bisschen Kraft in der Brust. Okay? Also, erste Variante, Knie auf den Boden, ihr geht runter für einen Liegestütz, kommt hoch, Bauch anspannen, einmal Flasche berühren, rechts, links, ab in den nächsten Push-Up, wieder hochkommen, rechts, links, bleibt im Stütz, nehmt die Knie mal hoch für einen normalen Push-Up, wieder runtergehen, hochkommen, Becken bleibt schön gerade, auch wenn sich eine Hand abhebt und relax. Okay? Das wäre die erste Option. Um es jetzt noch ein bisschen schwerer zu machen, geht ihr runter. In der unteren Position möchte ich, dass du jetzt das Knie einmal nach rechts bringst, nach außen an die Hand oder an den Ellbogen und einmal das linke Knie bewegst. Und wenn du dann hochkommst, erst dann tippst du die
Flasche an. Okay, runtergehen, Position runter, halten, rechten Fuß heben, perfekt, linken Fuß heben, hochkommen in den Push-Up, rechts, links, nächste Wiederholung. Okay, Emilia? Sehr gut. Schön. Verstanden. Das sind unsere 5 Übungen. Erste Übungen, die ersten 3 Übungen gehen auf Zeit, 30 Sekunden. Ich gebe euch einen Timer. Die letzten beiden Wiederholungen oder Übungen für 10 Wiederholungen. Okay? Erste Übung, Jumping Jacks mit Gewicht. Nach 5 Jumping Jacks eine Kniebeuge oder 3 Kniebeugen. Dann Mountain Climbers, schnelle Knie oder immer umsetzen. Dritte Übung wieder Jumping Jacks. 4 waren unsere Sit-Ups oder Seated-Ups. Und 4 ist eine Variante von den Push-Ups, wo wir die Hand noch abheben. Okay? Ihr habt eure Wasserflaschen? Ich habe eine Frage, Fabi. Wenn jetzt 1 Liter zu viel ist, kann ich auch ein bisschen was rausmachen? Also wenn ich das zu Hause nachmache? Klar. Am besten nimmst du dann eher eine kleinere Flasche. Aber klar kannst du das Wasser einfach rausgießen oder irgendwas anderes nehmen, was leichter ist als 1 Kilo. Okay? Gute Frage. Tipptopp. Sehr gut. Dann let's fire. Hier kommen eure ersten 30 Sekunden. In 3, 2, 1, let's go. 3, 4, 5 Kniebeuge. Eine Kniebeuge hier. Sehr gut. Und wenn ihr gerade mitmacht, Emilia macht die etwas leichteren Varianten. Und Leo hat sich für die schweren heute entschieden. Und ihr könnt mit beiden eine Menge Spaß jetzt haben. Bleibt einfach mit eurem Fokus auf den jeweiligen Personen, die ihr euch jetzt ausgesucht habt. Und 3, 2, 1, Break. Packt die Hände weg. Stützt euch schön auf eure Hände. Wählt eure Mountain Climber Variante. Und 3, 2, 1, let's go. Hervorragend. Sehr gut. Das ist hervorragend. Sollte euch gerade jemand zusehen und er sagt, ihr seht wirklich stabil aus im Rücken, dann macht ihr alles richtig. Okay? Der vordere Teil vom Körper stützt nur und ist sehr stabil und der untere Teil bewegt sich. Das sieht hervorragend aus. Noch 10 Sekunden. Drei, zwei, eins. Schnappt euer Gewicht. Oder lasst es liegen. Sehr gut, Jumping Jacks mit Kniebeugen, go. Schön, Leo. Zieh die Gewichte gleich noch ein bisschen schneller hoch zu deinen Schultern. Okay? Bravo. Gut. Gute Kniebeuge, Emilia. Schön. Fünf Sekunden. Und relax. Leo, du brauchst ein Gewicht für deine Seated-Ups. Deine Beine sind ausgestreckt. Über Kopf. Sehr gut. Achtet drauf, wenn ihr oben seid, kommt ihr kontrolliert auch wieder runter. Let's go. Für 10 Wiederholungen. Schön. Streck dich oben schön, Leo. Emilia, sehr gutes Tempo, schön. Ihr versucht, wenn ihr die Variante von Emilia macht, eure Fersen zu berühren. Sollte das nicht klappen, seid ihr wenigstens so nah dran, wie es geht. Okay? Oben ganz kurz halten, dann kontrolliert wieder runter. Ohne Schwung arbeiten, genauso wie ihr es hier seht, einmal bei Emilia und bei Leo in der anderen Variante. Sehr, sehr gut. Stellt die Flasche vor euch auf, dreht den Körper einmal, sodass ihr die Flasche anguckt. Bereitet euren Push-Up vor. Let's go für 10 Wiederholungen. Gut. Emilia, halt, nachdem du die Flasche angetippt hast, oben noch ein bisschen länger, damit Leo dich aufholen kann. Und nächste Wiederholung. Sehr gut. Bravo, Leo. Schön stabil sein im Rumpf. Hervorragend. Okay. Wenn ihr euch entschieden habt, mit den normalen Push-Ups loszulegen, steht euch das natürlich völlig frei, auch irgendwann auf die Push-Ups umzusteigen, wo ihr die Knie auf dem Boden habt. Okay.
hier. Ihr könntet sogar noch eine andere Hybrid-Variante machen, dass ihr den Push-Up runter macht auf den Knien und wenn ihr oben seid, die Füße wieder dazu nehmt, die Knie abhebt, sodass die Rumpfübung ein bisschen schwerer wird. Okay? Das gleiche gilt für Leo natürlich. Wenn er am Anfang mit den Push-Ups beginnt, mit den Knien zur Seite, kann er immer auch variieren. 10 Wiederholungen. Ready für Runde 2? Das war ein lautes Ja. Sehr gut. Du hast die 10 Kilo Flaschen. Ja. Mit Bleiwasser gefüllt. 3, 2, 1, 30 Sekunden Jumping Jacks. Let's go. Wow, schön. Eine saubere Kniebeuge. Let's go. Gut, Leo. Mach die Kniebeugen doch ein bisschen schneller. 15 Sekunden, die Hälfte habt ihr. I like that, Leo. Schön kleine Kontakte mit den Füßen. Relativ leise springen. Oder wenn ihr Nachbarn habt, die es euch verzeihen, dann springt genauso schön bouncy wie Emilia. Das ist sehr gut. Okay. Und relax. Ich habe euch ein paar Sekunden mehr gegönnt, okay? Die ziehe ich. Vielen Dank, Fabian. Die ziehe ich beim nächsten Mal ab. Ihr kommt runter. Mountain Climbers 3, 2, 1, let's go. Mhm. Sehr gut. Emilia, bleib ein bisschen ruhiger im Oberkörper. Genau, stütz dich schön auf deine Hände. Das Gewicht immer nach vorne verlagern, okay? Wenn ihr euch noch mehr fordern wollt, kommen die Schultern richtig vor eure Hände. Das macht ihr gut hier. Bleibt im Rhythmus, noch 5. Und relax. Okay, ich habe euch gerade ein bisschen geärgert mit 10 Sekunden extra. Die ziehe ich jetzt ab. 20 Sekunden Jumping Jacks, aber haltet die Intensität hoch, okay? 3, 2, 1, let's go! Wow. Wow. Bravo. Gut. 10 Sekunden. Gut, Leo. Bravo, Emilia. Und relax. Relax, relax. Nächste Übung. Du brauchst deine Wasserflasche. Emilia, versuch trotzdem noch schön die Hände Richtung Ferse zu bringen. Oben kurz zu halten, guck, ob es noch weitergeht und dann langsam wieder runter. Für 10 Wiederholungen. Let's go. Sauber hochkommen. Gut. Schön nach oben. Bravo. Super. Mhm. Ja. Streck die Flasche noch ein bisschen weiter über deinen Kopf, Leo. Den Rücken schön gerade machen im oberen Sitz. Jawohl. Denk dran, beginnt die Bewegung aus eurem Bauch heraus. Okay. Sehr gut. Bauchmuskeln zusammenziehen, schön krumm werden, nach oben gehen. Kurz halten, aber vor allem kontrolliert wieder nach unten kommen. Schön. Nice. Einmal Breakdance Spin Move auf den Boden, Leo. Yes. Ab in die Push-Ups. Ihr wählt wieder eure Variante oder ändert die Variante währenddessen für 10 Wiederholungen. Gut, Team Synchron, let's go. Leo ist oben für rechts, links, bravo. Mhm. Gut, Leo. Schön. Nice. Hier fließt der Schweiß schon, ich hoffe zu Hause auch. Fordert euch schön, okay? Wenn ihr Sport macht, dann solltet ihr auf jeden Fall versuchen, schön durchzuziehen, wenn ihr natürlich in der Lage seid. Und ihr könnt die Übung, wie ihr seht, immer gut abwandeln, okay? Du zählst doch für dich, oder? Das war die zweite Runde erst. Let's go! Machst du dir die Gewichte gerade ein bisschen leichter, oder was? Eieieiei. Dritte Runde. Nehmt einen Schluck aus eurer Flasche, wenn ihr nicht mehr so viel Kraft habt wie Leo. Emilia, du bist auch ready für dritte Runde? Lasst uns durchziehen. 30 Sekunden Jumping Jacks. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5,
Kniebeuge. Eine hier, drei dort. Perfekt. I like that. Genau. Die Flasche richtig squeezen, schnell zur Seite hochnehmen und genauso schnelle Kniebeuge hinterher. Ihr habt noch 10 Sekunden in dieser Runde. Gut, bravo. Schön aufrechte Jumping Jacks, Arme schnell bewegen. Sehr gut, Emilia. Und relax. Mountain Climbers. Gerade in der letzten Runde auch dran denken, Qualität hat immer Vorrang. Stützt euch gut ab, habt das Gewicht auf euren Händen. 30 Sekunden, let's go. Oberkörper immer noch schön ruhig, nur die Beine bewegen sich. Leo hat jetzt die Variante geändert. Wenn ihr noch ein bisschen Power habt, könnt ihr natürlich gerne auch umspringen. Erinnert euch, das aus den letzten 2 Runden. Vielleicht gibt uns Leo auch noch für die letzten 10 Sekunden die erste Variante. Let's go. Emilia schön durchhalten. 5, 3, 2, 1. Schnappt euch eure Flaschen für die letzte Runde Jumping Jacks und Squats. Hast du noch drauf, Leo? Let's go. 3, 2, 1, let's go. Bravo. Energie haben, lasst alles raus. Die Übung gibt es nicht mehr gleich. Lasst alles raus. Yes. Es ist immer alles gut, wenn der Coach wenig sagen muss. 3, 2, 1, relax. Übung 4 und Übung 5 zum letzten Mal. Alles für den Sommer, oder? Let's go. Gut, schön. Bleib bei deinem Speed. Flasche vor euch aufstellen als kleines Ziel. Push-ups mit so einem kleinen Lift-off der Hände, um die Flasche zu berühren. Kombiniert das so, dass es jetzt auch in der letzten Runde noch sauber durchführbar ist, aber immer noch fordernd. Sehr gut, Leo. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn euch die Variante langsam zu schwer werdet, weil ihr die Technik nicht mehr perfekt machen könnt, wandelt das ein bisschen ab. Okay? Vielleicht wollt ihr in den letzten 2 Wiederholungen nochmal alles wissen, dann kann man auch gerne wieder zur schweren Variante zurückkehren. Okay? Denn es ist die letzte Runde und ihr kennt vielleicht unser Motto noch nicht, aber unser Motto ist immer Always finish strong. Okay? Habt ihr sehr, sehr gut gemacht. Schön. Es bedarf ein bisschen Erfahrung, um zu wissen, wie viel Energie hat man, um die in den 3 Runden richtig rauszuhauen. Okay? Das hat hier gut funktioniert, wenn ich euch so angucke. Vielleicht müsst ihr noch eine 4. Wiederholung machen von den ganzen Übungen. Wenn ihr eine 4. Runde braucht, spult ihr ein bisschen zurück und joint die ganzen nochmal in ihrer 3. Runde. Und ihr macht einfach eine 4. hinterher oder eine 5. oder eine 6. oder 7. Wie auch immer. Okay? Ich weiß ja nicht, wer da draußen sitzt vor den Geräten, aber da werden ein paar Maschinen sicher sein. Wir sind fertig mit dem Fitnessteil. Let's get back to school. Let's get back to school, ja. Zum Thema Musik haben wir heute auch den Schulbeitrag für euch vorbereitet. Mir fällt schon das Atem schwer. Wir schalten zum Schulbeitrag. Basketball ist eine Sportart, die schnell den Weg auf die Straße fand. Vor allem auf den Freiplätzen von New York wurde Streetball gespielt. Der bekannteste Freiplatz ist der Rucker Park im New Yorker Stadtteil Harlem, auf dem bereits Superstars wie Kobe Bryant, Allen Iverson und Dr. J spielten. Mit den Anfängen des Hip-Hop in den 70er und 80er Jahren verschmolzen die Subkulturen Basketball und Musik dann immer mehr miteinander. Das führt uns zu unserem heutigen Thema: Basketball, Beats und Reime. Auch in der heutigen NBA ist Hip-Hop extrem präsent.
Viele Rapper halten Anteile an Basketballteams und haben schon Tracks mit NBA-Superstars wie Kevin Durant und LeBron James aufgenommen. Die bekanntesten Ausflüge ins Rap-Business haben wohl Shaquille O'Neal und Kobe Bryant unternommen, mit ähnlich geringem Erfolg. Von den aktuellen NBA-Stars ist Damian Lillard besonders im Musikgeschäft aktiv. Googelt ihn doch einfach mal und hört bei ihm rein. Der Rapper Lil Bow Wow performte anlässlich des Films Like Mike eine Hommage an die Sportart Basketball. Achtet dabei auf die Fachbegriffe und die Reimstruktur. Wie man hier gut sehen kann, reimt sich ein Vers immer mit dem darauffolgenden. Die Versen bilden Paare, weshalb wir vom sogenannten Paarreim sprechen. Anders haben es die Sportfreunde Stiller gelöst, die Dirk Nowitzki ein Lied widmeten. Dort wechseln sich die Reime ab. Der erste Vers überspringt einen Reim und reimt sich erst wieder mit dem dritten. Der zweite Vers reimt sich wieder mit dem vierten. Wir sprechen hier von einem Kreuzreim. Egal, ob du einen Paar- oder Kreuzreim bevorzugst, wir hoffen auf deine Dichtkunst. Aus den besten Einsendungen werden wir einen kleinen Rap basteln. Hast du Kreativität und Taktgefühl? Schreib uns per Mail oder direkt in die Kommentare unter dem Video. Wir sind gespannt. Ich hoffe, ihr habt die Pause genauso genossen wie ich. Ich musste mir nach diesem harten Workout auf jeden Fall ein neues Shirt anziehen. Ich finde es richtig gut, dass ihr alle mitgemacht habt. Es geht dabei darum, an seine eigenen Grenzen zu gehen. Es ist egal, ob ich 10 Wiederholungen von dem Satz schaffe oder nur 4. Wenn ich an meine persönliche Grenze gegangen bin, ist das genau richtig so. Zum heutigen Move des Tages. Der kommt natürlich auch aus der Musikrichtung und ist ein Dance-Move. Er heißt The Worm. Ich werde euch den jetzt gleich mal präsentieren. Natürlich ist es bei mir auch noch nicht perfekt. Yes, Junge. Und wie wir den einzeln aufbauen, erklärt uns jetzt nochmal Fabi. Mit dem Move bist du auf jeden Fall der Held der Party, sobald wir wieder Partys feiern können. Deswegen lasst uns mal Schritt für Schritt durchgehen. Okay? Wenn ihr mitmachen wollt, gerne. Ansonsten guckt zu und hört zu. Okay? Du startest in einem Push-Up. Okay? Lässt dich jetzt gleich herunterfallen. Wenn du herunterfällst, machst du den Kontakt zuerst mit deinem Brustbein, dann rollst du über deinen Bauch ab, perfekt, schmeißt die Füße so ein bisschen in die Luft, genau, dass du dann wieder gut stehst. Und du kannst auch, wenn du die Wave machst und du kurz fliegst, deine Hände zurücksetzen. Okay, am Ende musst du das machen, aber jetzt zur Übung könntest du es auch erstmal so, wie du es gerade gezeigt hast, auf der Stelle versuchen. Perfekt. Sehr gut, mach das Ganze noch einmal. Lass dich mal ein bisschen schneller runterfallen. Gut, weil am Ende hilft dir der Schwung natürlich, eine schöne Wave zu machen, okay? Wie ein breakender Wurm. Sehr gut. Okay, das ist das eine. Jetzt lässt du dich schnell runter, kickst dich richtig hoch, drückst dich auch ab. In der Luft, wenn du kurz fliegst, ziehst du die Arme nach hinten. Ja. Okay, das heißt, du musst dich ein bisschen nach hinten drücken, ziehst du die Hände wieder hinterher, damit du auch für die nächste Welle wieder bereit wärst, dich abzudrücken. Okay, let's see. Opa. Ah, warte, ich fange nochmal an. Sehr gut, aber schön, wie du in diese Welle reinkommst. Hervorragend, okay? Also, ihr seht, der Key ist dabei, dass ihr mit ein bisschen Mut und vor allem Schwung nach unten kommt. Also du hast dich schön hochgekickt, dann kommst du in diese Welle, sauber abrollen, kicken, in die nächste, Arme schnell hinterherbringen und dann weitermachen, okay? Und es sieht besser aus, wenn ihr es schnell macht, als wenn ihr es schön langsam macht. Gib uns mal noch einen. Ich werde es nochmal ausprobieren. Wupp, sehr gut. Schön, sehr gut. Bravo. Super. Das ist diese Woche mein Challenge an euch. Postet euer Video auf Instagram unter Albers täglich Sportstunde und lasst mich wissen, wie euer Worm aussieht. Kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge. Von mir ganz großes Lob, dass ihr heute mitgemacht habt. Für mich war es super anstrengend. Ich hoffe für euch auch. Ansonsten lasst uns wissen, wie ihr die Stunde fandet, ob ihr eventuell noch Vorschläge habt, was wir sonst machen können, in den Kommentaren, per Instagram unter dem Hashtag Albers täglich Sportstunde oder per E-Mail an sportstunde@alba-berlin.de. Ansonsten kann ich nur noch sagen, top mitgemacht. Richtig gute Leistung von euch beiden heute wieder. Morgen kommt die Grundschule und wir sehen uns am Donnerstag wieder. Ciao!